Halt sammeln. Hier spricht die KT. Ich will mich auch mal zu Wort melden, und zwar für alle Anfänger, für alle die, die sich einfach nicht trauen. Denn mir geht's genauso, oder ist es mir eigentlich bis nur vor kurzem gegangen. Ich möchte euch Tipps geben und vor allem Mut zu sprechen, einfach anzufangen. Gut, welche Tipps kann ich euch geben? Vor allem mal die Gitarre, die Ukulele, in die Hand nehmen. Das ist mal der erste Schritt, oder? Denn es bringt nichts, wenn sie irgendwo in der Ecke herumliegt oder sie einfach verstaubt und man sich denkt, ja, man sollte doch. Sie schreit einen förmlich an. Nimmt ihr in die Hand und fangt einfach mal an. Nur mal einfach den Klang. Nur den Klang. Ich wollte am Anfang eigentlich immer gerade ein Lied spielen, so ein richtiges. Natürlich ein cooles, ein lässiges, nicht so ein popeliges Kinderlied. Und ich habe ihn Marc dazu immer wieder genervt. Dann hat er gesagt, jetzt tu dich mal einfach aufwärmen. Und recht hat er gehabt, recht, weil du sollst ja ein Gespür dafür bekommen. Du sollst dich mit dem einfach einmal, einfach du sein, ohne dass du irgendwelche Panik hast, dass irgendwer gerade zuhört. Also deine Kinder sind ausgenommen, weil die tun dich nicht verurteilen, nur du dich selber. Und genau vor dem Stolperstein bin ich auch gestanden. Du kannst mir einfach auch mal nur so nachspielen. Das war nämlich eigentlich das erste Lied, was ich gespielt habe. Okay. Ach, Aram Samsam, was mich einfach Wunder genommen hat, ob ich es denn könnte, wenn ich wollen würde. Nur wollen würde, mal vorsichtig vorangetastet. Und ich habe es geschafft, ich habe es so lange geübt, ich habe einfach, weil es mir Spaß gemacht hat, dass ich eine Note nach der anderen kann. Gut. Deswegen, meine lieben Frauen, weil eigentlich sind es ja auch die Frauen, die sich da nicht trauen, die Männer haben da weniger Skrupel einfach mal loszulegen, spielt auch vor euren Kindern und spielt vor allem für euch selber. Ihr müsst nicht stundenlang spielen. Ihr nehmt ihr einfach in die Hand, fangt an, macht so lange, wie ihr Lust habt und dann legt sie wieder auf die Seite. Also, habt viel Spaß. Und sagt mir, wie es euch ergangen ist. Gebt mir einen Kommentar darunter. Ich freue mich riesig auf euch. Also, tschüss.